Leute verschwenden so viel. Gute und herzlich willkommen bei Avatar. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Danke an alle, die mich abonnieren und die mir folgen. Danke dafür. Und wenn du neu bist, kannst du ja auch mal deine Ausbildung, wenn du zielst. Abo da lassen, kostet ja nichts. Komplett umsonst. Es kostet dich nur eine Sekunde Zeit, den Button zu drücken. Mehr ist es nicht. So, was hast du hier? Hajir schuldet dir was. Na, alles in Ordnung? Willst du Ärger? Schlägst du Wellen? Ich glaube nicht. Ich meinte, nur Geplapper. Manchmal fange ich einfach an zu reden und mache immer weiter, bis mir jemand den Mund verbietet. Muss hier schräg für dich sein. Abseits dieser Schule. THP. Was hat Alma dir erzählt? Nicht viel. Und ich bin seit dem ersten Versuch der RDA hier. Hab Alma am Hell's Gate getroffen. Also hat sie niemandem von uns erzählt? Ich meine, sie hat nicht viel von dem erzählt, was sie vor dem Aufstand getan hat. Ich kann's verstehen. Sie meinte, hey, willst du die Welt retten? Na klar. Von innen ließ die RDA sich nicht ändern. Die ist bis ins Mark verrottet. Das weißt du ja. Jake Sully sagte, wir könnten hier bleiben, wenn wir helfen. Für dieses neue Leben. Es war hart, ungelogen. Wir waren noch mehr. Pandora ist unerbittlich. Aber wunderschön. Eine wahre Medusa. Und wir alle müssen uns für Dinge schämen. Rechtfertigen. Büßen, würde mein Vater sagen. Schön, dich zu sehen. Berg. Na, was gibt's denn jetzt zu gucken? Mehr NPAs bedeutet auch mehr Samsons. Vielleicht kann ich ein paar Teile abstauben. So ein Spanner. Ersetze mit diesem Ding nicht einen guten, starken Navi-Bogen. Wieso haben die Menschen andere Lager? Was erforschen sie? So, wir suchen Daniela. Aber wo? Da hinten? Ein Wunder, wie gut ich mich rausputze. Hey. Bei alles dem gut? Mist, mit dem ich arbeiten muss. Hab Im gehört, Lager gibt es bestimmt noch jede Menge Sachen. Neue Technologien vielleicht. Etwas anstrengend. Sieht immer aus, als ob er mit mir kämpfen möchte. Nee, ich will nichts herstellen jetzt. Langsam geht es los hier. Mal rausgehen, ne? Der Motor wird so nicht funktionieren. Wo komme ich denn hier raus? Ich brauche jemanden, der den Routen der RDA-Patrouille überwacht. Kann man nur einmal nehmen hier. Oh, Mist. Oh, da flackt er sich hin. Oh, muss man noch hinlaufen. Ah, da bist du ja. So, müssen wir dahin fliegen, ne? Jo. Allein. Keine Spuren von anderen. Wohin ging sie danach? Und muss jetzt wieder so komisch überprüfen alles. Oh mein Gott, das nervt so. Okay. Wenig Gepäck. Rationen. Ein schwacher Geruch. Aber wahrnehmbar. Okay, jetzt laufe ich.
Ein schwacher Stinkgeruch von der. Mal gucken. Ja, Mensch. Ich habe die Fälle aufgenommen, ne? Daniela, wir kriegen dich. Die Blume riecht gut. Hm. Ganz schön weiter weg heute gelaufen ist noch, ne? Daniela, wo bist du? Das sind schon weg. Wir werden die doch finden, diese Daniela, oder? Dann müssen wir bald mal wieder eine Kampagne machen, eine richtige Hauptmission, ne? Ist doch. Also gut, wie viel hat Jindy erzählt? Alles. Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Er möchte eine Familie gründen. Hm. Eure Rückkehr gab Jin Hoffnung. Doch ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Bist du deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche, uns zu beschützen, falls das möglich ist. Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Wenn ich nur mehr tun könnte. Ich mach das schon. So, dann müssen wir jetzt hier wieder weitermachen, ne? Guckt hier. Wo ist er? Da ist er gelandet. Okay. Fliegen wir! Ja, hoch. Ja, fliegen ist schöner als laufen. Der frisst auch Fleisch, ne? Du hast Hunger, hä? Huh? Ja, ja. Über den Berg drüber oder wie? Nicht gegen den Berg. Rein oder wie? Dann muss das so machen. Wie befreist du es? Bereit?
Jetzt erschien sich so. Dani, dieses Wildtier ist sicher. Gut. Gut, dass wir uns trafen. Unser Gespräch erinnert mich daran, dass ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Oder über etwas anderes. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Reden wir... Ich treffe dich dort. Ja! Ja! Fliegen wir hin. Und das sind wir schon. Was sind das für schöne Dinge? Wissen die Menschen auf der Erde, was die ADA hier treibt? Ist es ihnen egal? So. Die war doch eben noch hier. Ach ja. Du bist zurück. Nur kurz? Oder... Habe ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Und die meines Mannes. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Dich aussprechen. Er scheint dich sehr zu lieben. Jin trägt so viel Liebe in sich. Es wäre egoistisch, das an mich zu raffen. Natürlich will er eine Familie. Auf der Erde wuchs ich in einer harten Gegend auf. Regiert von Leuten wie Mercer. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Voll Wärme und Angst. Dass sie mich nicht beschützen können. Das okay. Tier, das du befreit hast, wird diese Gefühle auch irgendwann erfahren. So weit denkt es wahrscheinlich nicht. Es liegt in seiner Natur, Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Wie bei allen Eltern, denke ich. Ja, dumme Instinkte und Liebe. Jin glaubt an mich. Er liebt mich zu sehr. Ich habe Angst. Wie soll ich es ihm sagen? Ich muss mit ihm reden. Ja, red mal mit dem Gnom. Gibt nicht was? Ja, Ersatzteile. Ja, okay, kann man gebrauchen, ne? Noch mal was kochen. Ah, Schwarte. Mit. Schwarte. Auch mit die zwei Sachen mal zusammen. Der Fleischbraten. Das ist ein guter Fleischbraten, ne? Lecker, lecker. Wie vom Bäcker. Ja. Punkte will ich jetzt keiner einsetzen. So. Machen wir jetzt hier noch, ne? Platz zum Atmen. Brauchen wir Platz zum Atmen? Los, Amai! Amai, wo fliegen wir hin? Da hinten hin. Ja. Langsam klappt das mit dieser Wegfindung hier. Man muss sich nur dran gewöhnen. Spielen, das macht echt Spaß. Was?
Sind wir bald da? Sind wir bald da? Nein. Sind wir noch nicht. Ja, ja. Ich glaube, jetzt sind wir richtig, ne? Landung. Oh, falsche Landung, ne? Ah, brav, ne? Falscheln. Mein Gute. Ein Gutster. Gutster, jawohl. Zufrieden? Wenn man so gestreichelt wird, ne? Von mir. Bam, 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 bam. Das sieht unnatürlich aus. Naja, egal. So. Verschmutzung. Grausam. Wie lang habe ich das zugelassen? Ich muss etwas tun. Komm, sprich mit mir. Oh, du bist es. Ich dachte, ich wäre alleine. Nein. Meine Mutter Nawuk zog sich hierhin zurück. Nach langen Diskussionen. Bevor die Himmelsmenschen das Land vergifteten. Nawuk, die alte Muck. Ihr geht es schlechter, seit sie das nicht mehr tut. Ihre Wut beherrscht sie. Als ich sie damit konfrontiert habe, endete es mit lautem Geschrei. Sie hört mir nicht einmal zu. Der Clan hat sie vorher schon kaum noch toleriert. Aber jetzt könnte sie selbst für den Olo-Ektan zu viel sein. Ein Schandfleck für meine ganze Familie. Hier war sie ruhig? Ich weiß es nicht. Es soll ihr einfach gut gehen. Aber die Giftwolken der Himmelsmenschen töten hier alles. Mhm. Die Maschinen sind schuld. Wir müssen sie ausschalten. Es ist Verderbnis. Ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Eine solche hässliche Struktur der Himmelsmenschen ist in der Nähe. Wenn du die Verderbnis aufhalten kannst, wird meine Mutter vielleicht wieder die gute alte Nervensäge. Vielleicht. Ja, der Schmutz. Naja, gut. Was willst du jetzt von mir? Was soll ich machen? Wohin? Da hinten ist die Verschmutzung. Da gehen wir hin. Mach die platt, ne? Frechheit hier alles zu verschmutzen. Wir machen hier alles sauber. Wir räumen hier auf. Ich sehe eine Aushubmaschine. Da, das muss es sein. Ich sehe eine Aushubmaschine, die den See. Ich werfe einen Blick auf den Plan. Die haben mich schon gesehen, ne? Schön drüber geflogen. Mhm. Was? Der kleine hässliche Mensch macht mich gleich platt, ne? Ich wollte doch gerade was essen. Die lassen mich nicht essen. So, jetzt haben wir erneut versuchen. Muss hier noch mal was gucken.
Jetzt laufe ich hin, ne? Lalalalala. Die Ausdruckmaschine. Ich brauche ein Reittier noch. Mit dem Baum da los. Was ist jetzt los? Habe ich jetzt einen Bug oder was? Schießt mich hier weg, ne? Ach, nicht. Oh Mann. Komm dann nicht drauf klar, ne? Mit dem Umschalten da schnell. Links, rechts, hoch, runter. Geht weg, Hund ist. Dann ist es so rum, ist es noch einmal. Immer und immer wieder. Das kann ja nur noch besser werden. So, essen. Oh, was ist denn jetzt los? Bleib doch mal weg. Mal was testen, ne, mit den Robotern da. Mit den Mesh. Mal die deaktivieren. Oh, da geht irgendwas. Oh. Na da. Wer mich jetzt entdeckt? Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich will das nicht so.
Nö. Schaffe ich nicht. Erneut versuchen, natürlich. Noch eine Aushubmaschine. Weißt du, wie es geht? Kabel an den Armen, Ventil oben. Ganz einfach. Und ganz schön schmutzig. Nee, das will ich jetzt gar nicht. So, dieser Bogen. Na gut. Doch, der ist doch ausgerüstet. Na okay. Da habe ich nichts für. Den Lindenschutz. Nehmen wir mal mit. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Blöder kleiner Mensch. Nee, also die sind so stark, ne? Wahnsinn. Noch eine Aushubmaschine. Weißt du noch, wie es geht? Kabel an den Armen, Ventil oben. Ganz einfach. Und ganz schön schmutzig.
Überprüf du mal. Wir finden dich. Ihr findet mich nicht. Ich finde euch. Denkst du, kannst dich vor uns verstecken? Ja. Ich kann mich verstecken. Zeig dich. Der ist in der Nähe, ne? Wo bist du? Den haben wir weggemacht. Auch er will einfach da oben nicht weggemacht werden, ne? Ja, jetzt kommen sie mit ihrem Mech. Überpowered! Hab ich jetzt Glück gehabt ohne Ende. Essen! Ess doch! Oh, irgendwas. Meine Güte. Meine Güte, manchmal. Ja, jetzt haben sie mich. Oh, nee, der Schuss ein Treffer, ne? Oh, was? Warum? Bist du zu schnell für mich? Oh Gott. Ihr wollt mich noch fertig machen, ne? Klingt euch fast. Meine Güte, wieso treffe ich den nicht? Ja, das gefällt mir nicht, du Baut. Hau ich dich einfach weg. Wie gefällt dir das?
Ja, muss so sabotieren. Da auch noch mal. Der Bogen, ne? Der hat mich so aufgeregt jetzt. Bisschen was einsammeln. Soll er noch mal drehen? Liebe Kinder, so wird's gemacht, ne? Einfach ein Ventil rumdrehen, dann ist die Umweltverschmutzung weg. Und schon haben wir einen schöneren Ort. Na? Jetzt muss ich von der Flurifuri da zurück. Wo ist denn die? Na, da muss ich dahinter. So, gibt es hier nichts mehr Schönes für mich? Und das, mein Inventar ist ja schon voll. Das können wir noch mitnehmen, ne? Das ist auch noch. Ah! Inventar voll. Guerilla-Magazin, jawohl. Okay, die Granaten, die muss ich mal ein bisschen mehr benutzen. Ich habe das letzte Mal gar nicht benutzt, ne? Ist mein Flugs auch hier? Fliegen wir! Geben wir noch die Mission ab, ne? Ich hörte, wie du hierher kamst, Vefilo. Von Zorn getrieben. Ich hatte Hilfe. Wir mussten den Ort retten, Mutter. Es hieß, du seist bereit gewesen, allein gegen alle Himmelsmenschen zu kämpfen. Egal, ich bin froh, dass es dir gut geht. Die Verschmutzung durch die Himmelsmenschen hat nachgelassen. Ist wohl dein Verdienst. Bist du Nauk? Vefilo wollte helfen. Nauk, die indem Aldemo. Sie sich kopfüber in die tödliche Luft der Himmelsmenschen stürzt? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Ich wollte nur wissen, was dich hierher zieht. Hier finde ich Gleichgewicht. Ruhe und Frieden. Für mich allein. Ich weiß, dass meine Worte manchmal zu scharf und direkt sind. Ich brauche deine Hilfe nicht, Tochter. Ich wollte immer nur, dass du mich verstehst. Es ist egal, was ich dir geben kann, Mutter. Wie oft wird Gatnat noch gültig sein, bevor du wieder als untragbar aus dem Heimatbaum verbannt wirst und aus unserem Leben verschwindest? Daewoo und ich, wir brauchen dich. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht nochmal. Dieser Ort war stark verschmutzt, nicht wahr? Nun ist er wunderschön. Vieles kann wieder in Ordnung gebracht werden. Dann lass uns noch etwas bleiben. Wir können gemeinsam ein Gleichgewicht finden. Okay, versuchen wir es. Hm.
Wie funktioniert das hier? Hier bleibe ich noch ruhig. Später schreie ich meine Wut in den Wind. So zerstreue ich meine Sorgen, bis ich die Leichtigkeit wieder in mir spüre. Wir brauchen alle einen Moment der Ruhe, um uns zu sammeln. Auch du solltest es ausprobieren. Es ist wirklich wieder schön hier, wie früher. Ist nicht die alte Höhle in der Nähe, wo ich fischen lernte? Du altes Fischbrötchen, du. So. Haben wir das hier auch geschafft, ne? Was können wir hier machen? Einprägen. Na okay. Hey, hey, hey. Aha. Okay, es bringt mir was ein. Ob das klappt so. Was kommt nun? Ah, okay. Okay. Im rechten Stick hinterhergehen. Nicht aus dem Kreis kommen. Sprecht es mir ein. Ich bin relaxed. Meditation, Ruhe. Oh ja, komm. Hey, hey, hey. Hey, da rein. Es wird immer schwerer. Ja, auch wieder rein. Oh. Jetzt reicht's aber, oder? Ah, danke. So ist Meditation. Diese Schönheit, gezeichnet in so vielen Formen. Stimmig. Unglaubliche Wunder überall. Sie müssen beschützt werden. Das ist etwas, an das die Sarentu alle Welt erinnern wollten. Dieser Ort. Er ist so einladend. Man möchte sich einfach setzen, die Aussicht genießen und jede Sekunde für immer im Gedächtnis behalten. Wie eine Geschichte, die erzählt werden will. Ist das? Entstehen so die Geschichten der Sarentu? Es muss noch mehr solcher Orte geben. Und mehr Geschichten. Noch mehr. Erinnerungsmalerei, da haben wir gemalt, ne? Okay, also danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen, ne? Auf YouTube. Bei Twitch bitte folgen, ne? Mach bald wieder folgen.
bin bald wieder da. Also dann, haut rein, bleibt gesund. Cheerio!